counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. Willkommen bei Tag Nummer 4 der Tischtennis-Saisonvorbereitung. Heute gehen wir der Frage nach, ob man den Ball erstmal sicher reinspielen soll oder aggressiv und hart die Bälle spielen soll. Also die Sache ist immer so, dass man eigentlich dann eine richtige Mischung finden muss, bloß die wenigsten finden da wirklich eine gute Mischung. Da gibt es nämlich verschiedene Spielertypen, die einen spielen cleverer, die anderen haben eine gute Spielübersicht, die anderen haben den richtigen Spielaufbau, also sind da wirklich Schritt für Schritt vorgegangen und wissen, okay, wenn sie jetzt den kurzen Aufschlag zum Beispiel in die Vorhand machen, dann kommt der nächste Ball zurück in die Mitte zum Beispiel und dann können sie den nächsten Ball mit Vorhand-Topspin ziehen zum Beispiel und aggressiv spielen. Das ist auch immer so eine Sache, die meisten Spieler spielen lieber gegen einen Spieler, der eben aggressiv spielt, aber nicht so clever. Aber eigentlich wäre es viel schwerer, gegen Spieler zu spielen, die eben clever spielen, aber eben eine bessere Spielübersicht haben. Also Spieler, die wirklich einen geregelten Spielaufbau haben und ganz genau wissen, okay, wenn ich jetzt den Ball hier hinspiele, dann kommt er nochmal da zurück und da clever vorgehen, haben meistens einen entscheidenden Vorteil. Deswegen kommen auch Jugendliche oft nicht mehr voran. Sie haben eine gute Technik und die Bälle kommen gut, aber so richtig den Sport haben viele noch nicht verstanden. Mit dem ganzen Schnitt und was ist, wenn ich den Aufschlag mache und den, dann kann man eigentlich viel besser werden, wenn man ganz genau weiß, was passieren wird. Viele zum Beispiel machen im Match bei 9-9 im fünften Satz vielleicht sogar einen langen Aufschlag in die Vorhand und sind überrascht, wenn auf einmal ein Vor- und Topspin vom Gegner kommt. Und das darf dir eben nicht passieren, deswegen musst du da den richtigen Weg finden zwischen eben den Ball sicher reinspielen und hart spielen und eben dann eine richtige Spielübersicht und Spielaufbau haben. Aber wie gehen wir da Schritt für Schritt vor? Also, zu Beginn ist erstmal wichtig, wenn du besser werden willst, dass du natürlich die Schläge richtig triffst. Da ist erstmal wichtig, dass die Technik stimmt, dass du die Bälle sauber und sicher reinspielen kannst und danach kannst du natürlich immer weiter die Bälle härter spielen, aggressiver spielen, mit besserer Platzierung. Genau, und deswegen ist es wichtig, dass du erstmal zum Beispiel mit Balleimer trainierst oder einfach regelmäßig Übungen spielst, wie ich schon im vorherigen Video letztens bei Tag Nummer 2 erwähnt habe, dass du erstmal die Basics sicherst und dann kannst du das harte Spiel aufbauen. Aber wie gehen wir da wirklich vor, wenn wir von dem sauberen Spiel, sicheren Spiel ins harte Spiel übergehen wollen? Da scheitert es bei vielen oft dran, weil eben da die Trainingspartner auch fehlen und die Trainingsmöglichkeiten. Was du aber ganz einfach machen kannst, ist, selbst beim Einspielen direkt, dass du die Bälle dann nicht mehr nur sicher ziehst und schön auf Regelmäßigkeit spielst, sondern eben eine kurze Bewegung machst am Tisch und dann eben so ein bisschen Geschwindigkeit aufbaust und dann eben ein schnelleres Spiel entwickelst. Beim Balleimer geht das Ganze noch besser, denn da weißt du ganz genau, wo kommt der Ball hin und kannst dann aggressiv die Bälle zum Beispiel mit der Vorhand nach vorne ziehen. Im Spiel dann musst du immer tagesweise schauen und gegnerweise. So. Also gegen welchen Gegner spiele ich und was macht der anders als ich oder als die anderen Gegner. Immer im Spiel auch ein bisschen reflektieren, okay, was ist gerade hier passiert und wie muss ich vielleicht jetzt mein Spiel verändern. Du kannst nicht gegen jeden Spieler gleich spielen. Kannst natürlich das schon machen, aber dann wirst du nicht so erfolgreich sein. Deswegen versuch ein bisschen dein Spiel im Match direkt anzupassen. Schau, wie dein Gegner spielt, schau, was er für Probleme hat und dann kannst du auch vom passiven oder beziehungsweise vom sicheren Spiel bis hin ins aktive und harte Spiel wechseln. Oftmals brauchst du dieses harte Spiel ja gar nicht, wenn du eine gute Spielübersicht hast. Ich zum Beispiel spiele oft die Bälle relativ hart und aggressiv. Ich gehe auf viele Bälle gleich beim ersten Ball drauf, obwohl das gar nicht unbedingt nötig ist. Es ist daher wichtig, den Gegner ein bisschen zu analysieren und zu sehen, okay, wo sind seine Stärken und Schwächen. Wenn ich ihn im Spiel dreimal lang in die Rückhand anschupfe und er hat immer Probleme, dann kann ich das auch bei 9-9 im fünften Satz wieder machen. Viele aber denken da nicht nach und versuchen dann auf einmal bei 9-9 im fünften Satz die Rückhand irgendwie zum Laufen und parallel irgendwie reinzuhauen. Also das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt, aber die wenigsten denken im Spiel direkt darüber nach. Deswegen versuch ein bisschen darüber nachzudenken, wo hast du deine Stärken und Schwächen in Bezug auf Sicherheit und aggressiven Spiel. Wenn du weißt, du kannst schon sicher spielen und die Bälle kommen sicher,
Da musst du nicht weiter da trainieren. Also klar, man kann immer besser werden und nicht jeder hat so eine Sicherheit wie ein Fan Zhengdong. Aber wenn du so ein sicheres Spiel hast, dann musst du irgendwann damit anfangen, ein härteres Spiel zu entwickeln oder ein aggressiveres Spiel. Da ist dann wieder die Frage, ist es erst wichtiger, darüber nachzudenken, ob man ein aggressives Spiel entwickeln muss oder eben die Spielübersicht im Vordergrund stehen muss. Da ist es meistens wichtig, dass du mit einem Trainer zusammenarbeitest oder mit jemandem von außerhalb, also zum Beispiel einem Mannschaftskollegen oder mit jemandem, den du oft trainierst und dem ein bisschen fragen, okay, was wäre der nächste Schritt bei mir? Weil wir haben ja oft eine falsche Selbstwahrnehmung und wenn wir dann wirklich einen Schritt nach vorne machen wollen, einen Fortschritt sehen wollen, dann ist es wichtig eben, dass wir genau das Richtige verbessern. Deswegen mein Tipp an dich, schau, wo deine Stärken und Schwächen im Moment sind und dann kannst du entscheiden, ist es erstmal wichtiger für mich, die Sicherheit aufzubauen, weil ich so ein hartes Spiel habe, aber viele Fehler mache, oder muss ich vom sicheren Spiel ins harte und aggressive Spiel wechseln. Das war's auch schon mit Tag Nummer 4 für heute. Morgen geht es dann weiter mit Tag Nummer 5 der Tischtennis-Saisonvorbereitung. Folge mir am besten auch auf Instagram und auf Facebook, denn auf Instagram kommt jeden Tag ein neuer Post bezüglich der Saisonvorbereitung und auf Facebook erfährst du auch immer relativ schnell, wann ein neuer Post erschienen ist. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao.